Oh, Adraincha. Eneich sind keine Währung im traditionellen Sinne, sondern werden von Glafantan für bemerkenswerte Taten verliehen. Es handelt sich dabei um handflächengroße und kompliziert eingeritzte Adra-Stücke zum Gedenken an die Taten des Empfängers. Also nochmal eine neue Währung. Und ja, man sieht auf der Map schon die Füße. Margrin's Fire casts light in darkness. Look, the statue. We've reached the very depths at last. Schau mal, die Statue. Endlich sind wir ganz unten angekommen. Ja. Die Stufen vor dir sind abgebröckelt, weshalb du jetzt einmal rein an der dunklen Grube stehst. Du musst äußerst vorsichtig weitergehen und der Rückweg könnte sich schwieriger gestalten. Vorsichtig für die Felsen hinabklettern. Du kommst so langsam voran, da die Felsen unter deinen Händen und Füßen gefährlich wackeln. Aber du schaffst es, nicht abzurutschen. Du wählst deinen Weg sorgfältig an der schroffen Wand hinunter und über die aufgehäuften Steine aus und kommst schließlich heil am Boden an. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Und ja, hier ist jetzt dann der schwierigste Boss aus dem Hauptspiel. Unter einem Mantel unheilvollen Schattens, der nur von den matten Farbtönen der Adra-Statue erleuchtet wird, kommt etwas hervor, bei dem es sich nur um einen Drachen handeln kann. Seine Haut ist mit leuchtenden, lebenden Adra-Schuppen bedeckt und die Bewegung seiner großen Gelenke hören sich an wie das Aneinandermalen von Felsbrocken. Der Drache richtet sich in voller Größe auf, seine Hörner ragen wie Türme empor. Dann senkt er seinen Kopf wieder und starrt dich scharf und klug an. Und ich wollte dir gerade dafür danken, dass du mich aus Goldteil geholt hast. Here you are, nearly at the heart of the world. What a journey you have made. Und hier bist du also, ganz nah am Herzen der Welt. Der Drache spricht in einem grollenden Rhythmus aus Knurren und Zischen. Seine Zähne glänzen wie Elfenbeinspeere. Welch Reise du hinter dir hast. Du bist der Meister in der Tiefe? Yes, the master below. You have found her. Kadnua is mine, as is all that lies beneath it. Ein Lachen wie ein Donnergrollen hallt durch die Höhen. Du hörst das Poltern von Trümmern, als sich weit oben Felsbrocken lösen. Ja, der Meister in der Tiefe, du hast sie gefunden. Ketnur und alles, was darunter liegt, gehört mir. How fortunate you are to learn such well-guarded secrets. All it has cost you is your life. Wie glücklich du bist, solch wohlbehütende Geheimnisse zu erfahren. Sie starrt dich mit ihren goldenen Augen an und du hast dich nur... Und es hat dich nur dein Leben gekostet. Also bist dujenige, von dem sie all die Zeit gesprochen haben. In a fashion. Think on it. How many hundreds of souls killed by fawning Zoraps or devoured by trolls? Dashed against sealed doors, dragged screaming into dark pits by spiders. All to see what you have seen. Gewissermaßen, ja. Stell dir nur vor, wie viele hundert Seelen von kriecherischen Xaurips getötet oder von Träumen verschlungen worden sind. Gegen versiegelte Türen geschmettert, schreiend von Spinnen in die Dunkelheit gezogen. Alle, um zu sehen, was du gesehen hast. A gate into the past. The history of a fallen people. The haunted treasures of a mad king. The final monument of a distraught father. An old man weeping in the dark. Ein Tor in die Vergangenheit, die Geschichte eines gefallenen Volkes, die verfluchten Schätze eines verrückten König, das letzte Denkmal eines verzweifelten Vaters, ein alter in der Dunkelheit wimmernder Mann. And each and every man and woman that falls comes here, to this place. Und jeder gefallene Mann und jeder gefallene Mann und jede gefallene Frau kommen hierher, an diesen Ort, zu mir.
Was ist das hier für ein Ort? All that remains of a dead man's greatest wish. A grand memorial, or merely a sorry little tomb. More than Ardnua's precious son are buried here, of course. Many more. It is where the Ardra veins converge, before descending into the hollows of the world. All das, was vom größten Wunsch eines toten Mannes übrig ist, ein großes Denkmal oder lediglich ein mickriges kleines Grab. Der Drache hakt mit seinen Klauen über die Erde. Natürlich liegen hier mehr als nur Ordnuas kostbarer Sohn begraben. Viele mehr. Hier laufen die Adra-Adern zusammen, bevor sie nach unten in den Höhlen der Welt verschwinden. Das ist es letztendlich, was euch alle hier herunterruft, obwohl es jetzt unerreichbar ist. Spürst du es jetzt, da du ihm so nahe bist, die Anziehungskraft der Wandlung? Ich glaube, ich werde einfach wieder nach Hause gehen, mein Gold ziehen, ein langes Leben leben. Ich habe Kit nur für mich beansprucht. Ich kann dir nicht gestatten, die Burg zu bedrohen. Ich würde lieber nicht kämpfen. Du hast dir viel zu Schulden kommen lassen, Biest. Nehmen wir mal die 4. Nein, natürlich nicht. Sag, bist du edel, die Stufen deiner stolzen Burg hinabgeschritten, entschlossen, die Lage zu retten? I have seen your Cadnua. Have seen it rise and fall and rise again. Is it still rubble and weeds, or have you made more of it? Ich habe dein Cadnua gesehen. Ich habe den Aufstieg und den Fall der Burg gesehen. Und dann den nächsten Aufstieg. Besteht sie immer noch nur aus Trümmern und Unkraut, oder hast du mehr daraus gemacht? Ich war schon hier, bevor die Edirer noch den ersten Stein aufgehoben hatten. Ich bin älter als die Stufen, die dich hierher geführt haben. Ich bin an dieses lächerliche Denkmal gebunden und du kannst es ebenso wenig beherrschen wie mich. Aber du bist die Einzige, die es so weit geschafft hat. Ich kann dir nicht gestatten zu gehen, jetzt nicht mehr, nachdem du diesen Ort gesehen hast. Können wir uns nicht friedlich trennen? Ich bin dir mehr als nur ein ebenbürtiger Gegner, Drache. Wenn du gegen mich kämpfst, wirst du hier sterben. Du sagst, du seist hier gebunden. Dann komm her, Biest. Ich werde mir deinen Kopf als Trophäe an die Wand hängen. Wenn es keinen anderen Weg gibt, nun denn. Du sagst, du seist hier gebunden? Du weißt, welche Kraft in der Seele verborgen liegt. Alles hier, lebend oder tot, weiß das. Nährt sich daran, wächst daran. Ich nähere mich an und nur als Sklaven, während sie sich plagten, und danach, nachdem ich gewachsen war, am Riesen und dem lebenden Adern der Welt. Als ein einzelner schwacher Intellekt plötzlich die Stimmen Hunderter zu hören, vielleicht kommt dir das bekannt vor. Ein Teil der Statue überlebt so wie ich. Wir beide haben uns sehr verändert. Der Drache erhebt adralabende Flügel, die über dich wie eine zweite Decke thronen. Nichts kann die Seelen Tausender verschlingen und sich nicht verändern. Du labst dich an der Statue. Seit dem Fall der Invitana hat die Statue die Seelen ihrer Zeit und aller darauffolgenden Ehren aufgenommen. Der Drache senkt seine Flügel. Und indem ich sie verschlungen habe, verschaffe ich mir die Kraft und das Wissen dieser flüchtigen Leben. Jeder tempelhafte Decker, jeder Söldner und Abenteurer, Seelen schweben nach unten und manche werden hier in den Überresten von Ordnuas Riesen gefangen. Natürlich ist jede einzelne Seele eine Belanglosigkeit, ein Regentropfen in der Wüste. Und nur sagte, die Engvitaner hätten die Statue aus den Adra-Adern geschnitten. Also war er doch nicht vollständig wahnsinnig. Ich verweilte ein Jahr oder länger und nahm an seinen Visionen teil. Aber er hat die Wahrheit gesagt. Der Riese ist nur ein Gefäß und früher oder später wird er leer sein. Der Fluss, der ihn einst nährte, liegt nun weit unter uns, unerreichbar, außer für die Toten. Was wirst du tun, wenn es kein Adra mehr gibt? Ja, was denn? Werde ich mich nach oben graben, deinen Spuren folgen und diesen Ort oben verlassen? Die Worte des Drachen werden von einem goldenen Knurren unterlegt. Die Reise ist schon jetzt nicht mehr das, was es einmal war. Der Riese. Ich habe noch ein paar Jahrhunderte übrig, bevor der Rest seine Kraft aufgebraucht hat. Und dann werde ich verhungern. Trotzdem, hier und jetzt hilft dir das gar nicht. Also bist du hier gefangen. Ich kam als kleiner Schlüffling an diesen Ort. Ich war noch klein und meine Flügel leicht. Du wirst bemerkt haben, dass ich in der Zwischenzeit gewachsen bin. Der Drache stampft mit einem seiner mächtigen Füße auf den Boden, der daraufhin erbebt. Und so hat mich der Adra auch niedergedrückt. Aber nein, ich bin nicht vollständig gefangen. Mein Verstand ist frei
Und wie eure Medien kann ich selbst die Beschränkung meiner Knochen überwinden. Lediglich meine Reichweite ist größer als die ihre. Alles, was seit Ort Nuas Fall geschehen ist, habe ich aus erster Hand erlebt. Den Niedergang von Städten, den Tod von Sprachen, Krieg, Seuche, die banalen Leben von Bauern und Königen. Ganze Tage habe ich im Unterbewusstsein höchst unterschiedlicher Leute verbracht. Früher oder später aber ruft immer der Körper. And here I return. The endless tide of treasure hunters. Adnur's sorrow. I have observed 100 lives upon the surface, and all are dear to me. But the flesh reigns. Und ich kehrte hier zurück, die endlosen Wälder der Schatzjäger. Ort Nuas Trauer, hunderte Leben auf der Oberfläche habe ich beobachtet. Sie alle sind mir teuer, trotzdem das Fleisch regiert. Viel anderer ist nicht mehr übrig. Nein, und irgendwann werde ich wie alle jene sterben, die auf den Faden gewandert sind. Gibt es keinen Weg, dich zu befreien? Do you mean to dig me free? There may be a way, if you are willing. Du meinst, du würdest mich freigeben? Der Drache äugt dich neugierig an. Es könnte einen Weg geben, wenn du gewillt bist. I cannot send the whole of my soul afield. Not at once. But if you were to take something of mine past the boundaries of this place, I could obtain a new living vessel. A body with which I might wander the world. As you do. Ich kann meine Seele nicht ganz nach draußen schicken. Nicht auf einmal. Wenn du aber etwas von mir über die Grenzen dieses Ordens bringen würdest, ich könnte ein neues, lebendiges Gefäß erlangen. Ein Körper, um mit ihm auf der Welt zu wandeln, so wie du. Ein Gefäß, also würde ich jemanden töten müssen. Schwächen, nicht töten, aber doch jemand von ausreichender Kraft, damit meine Seele sein Fleisch nicht zu Asche verbrennt. Auf meinen Reisen habe ich eine solche Person beobachtet. Es gibt eine Drachenjägerin, Falanroid, die ihre Seele gegen solche Bedrohungen abgeschirmt hat. Mensch, ich müsste lügen, würde ich sagen, dass mich diese Art von Ironie nicht belustigen würde. Sie befindet sich beim Schreib von Gellerwed im verbrannten Wald. Die Schwarzsauen. Vielleicht will sie dieses verblassende Gefühl des Sieges wieder aufleben lassen. Der Drache lässt seinen Brustkopf vibrieren. Aber was wirst du mit diesem neuen Körper tun? Der Drache sieht nach oben zum oberen dunklen Teil der Höhle. Ich weiß es nicht. Vielleicht die letzte Geschichte ausleben. Alles, was mir in den Sinn kommt, wenn ich erstmal mal frei bin. Okay, ich werde dir helfen. Then take the amulet. You will need to convince her by some means to place the amulet about her neck. With that conduit between us, I will have the means to displace her soul and gain my freedom. Dann nimm das Amulett. Du musst sie irgendwie davon überzeugen, sich das Amulett um den Hals zu legen. Mit dieser Verbindung zwischen uns werde ich die Möglichkeit haben, ihre Seele zu verdrängen und mir meine Freiheit zu verschaffen. Zuerst aber musst du an den Ort zurückkehren, wo du deine Vorgänger erschlugst. Lege diese Schuppe auf die Hand des Riesen, dann werde ich meine Seele hineinwirken, wenn du erst außer Reichweite bist. Know this. I will not be easily betrayed. Nor will mere stone contain me if I do not wish it. Wisse, Mensch, ich werde mich nicht leicht betrügen lassen. Wenn ich es nicht wünsche, wird mich kein bloßer Stein aufhalten. Yay, Geld. Ist das noch was? Ort des großen Schweigens abgeschlossen. Traurende Mutter kehrt mit Erfahrung und einer Glocke zurück. Trauende Mutter bereiste den ganzen östlichen Abschnitt und stellte Nachforschungen an, um die verschwundenen Mönche zu finden. Einer nach dem anderen kreuzten die Mönche vom Vater trauende Mutter als unterschiedlichste Gestalten. Manche als Gestandene, manche als Bestien, manche in ganz einzigartiger Form. Nachdem sie offenbar vergessen hatten, warum sie zu ihrer Meditation aufgebrochen waren, verwickelten die Mönche trauende Mutter in eine Reihe philosophischer Diskussionen. Letztendlich reiste jeder der Mönche zurück durch das mentale Labyrinth, das er erschaffen hatte. Dadurch wurde eine spontane Erkenntnis ausgelöst und sie verschmolzen wieder zu ihrem ursprünglichen Gestalt. Nachdem sie alle in ihr Kloster zurückgekehrt waren, überreichte sie trauernde Mutter ein Glockenspiel. Jeder Mönch hatte eine der insgesamt 12 Glocken beigesteuert. Befreundete Einheiten in Aura, unsichtbar, immun gegen Angriffsbindungen und angreifbar, Bindung aufheben. Hm. Okay,
Und Geld. Und ein guter Gegenstand. Ja, jetzt würde ich aber sagen, etwas aus der Reichweite speichern wir mal wieder. Ist nämlich Zeit für einen Cut. Das wäre jetzt Let's Play 40. 040. Speichern. Und da sehen wir uns gleich wieder.